Heute möchte ich euch von der Beauty berichten. Da war ich ja letztes Wochenende. Das Problem war, ich habe dort gar nicht so viel machen können, weil mir ging es ziemlich schlecht. Ich wollte es mir nicht entgehen lassen. Ich war aber ziemlich klapprig. Und wie ihr gleich sehen werdet, habe ich mir auch was gesucht, wo man schön sitzen kann. Ich habe also einen kleinen Selbstversuch gemacht, dazu gleich mehr. Und musste also nicht stehen, also mit dem Stehen und mit dem Rumlaufen, das war ein bisschen problematisch. Deswegen an dieser Stelle eben ganz kurz, was ich dort gesehen und erlebt habe. Beauty war dieses Mal nicht ganz so groß. Ich war auch nur auf der Beauty und nicht auf der Top Hair, da kann ich also leider gar nichts zu sagen. Es gab sehr viele Artikel zu kaufen, die gar nichts mit Schönheit zu tun haben. Also ich glaube, ich habe vorher noch nie Schuhe gesehen. Also es gibt auf jeden Fall, in diesem Jahr gab es unglaublich viele Schuhe. Und noch viel mehr Handtaschen, da habe ich dann nun mal leider zugeschlagen, weil da werde ich immer schwach. Also das ist jetzt mein Beitrag zum Frühjahr, das ja nun um alles in der Welt nicht kommen möchte. Aber wenn es denn kommt, bin ich bereit. Was ich mir auch gekauft habe, weil das ist eine Lieblingsmarke, die ich mir sonst nicht gönne. Auf der Messe, muss ich gestehen, war es jetzt gar nicht mal so viel günstiger. Aber der Vorteil ist, man bekommt es dort aufgetragen, beziehungsweise ich habe es gesehen, wo es aufgetragen wurde. Und das hat mir halt super gut gefallen. Das sind die Nagellacke von Essie. Einen ganz natürlichen, den ich drauf habe. Der andere hat die Nummer H300496 Poor Little Rich Girl. Oh Gott, nein. Da bin ich schon aus dem Alter, bin ich raus. Aber der sieht jetzt hier im Glas, na so, sieht er relativ duster aus. Wenn man den auf den Fingern hat, das ist ein ganz tolles, richtig sattes, kräftiges, dunkles Rot für abends. Und das ist eben so der Nagellack für jeden Tag. Das habe ich mir gegönnt. Und was ich da sonst noch so angestellt habe, das seht ihr jetzt gleich. Warum soll ich das jetzt hier machen? Weil wir ein peroxidfreies Zahnbleaching anbieten, was keinerlei Nebenwirkungen hat. Das greift den Zahnfleisch nicht an, das greift den Zahnschmelz nicht an. Die Zähne werden zwischen 2 und 9 Stufen weißer. Und das auf einer schönen, natürlichen Art und Weise, ohne irgendwelche Nebenwirkungen. So schöne weiße Zähne sollen das werden. Das probiere ich jetzt aus. Achtung, das bin ich jetzt. Und das sind meine Zähne. Okay, also wir sind jetzt so gerade ungefähr bei S30, S28. In dem Bereich sind wir gerade. Mhm. Schauen wir mal, wo wir gleich sind. Es kommt noch alles Aktivierungsspray drauf, einmal zum Reinigen und um die Zähne halt vorzubereiten. Und schön die Zähne putzen. Also ein bisschen unheimlich ist mir ja schon. Das wird nicht wehtun. Ehrlich? Ehrlich, also wir haben es halt auch schon alle gemacht. Was kriege ich da jetzt als Gel in den Mund? Was ist das? Das ist der Hauptbestandteil des Sodiumbicarbonat. Und in Verbindung mit dem Licht aktiviert das dann die ganzen Inhaltsstoffe und dadurch werden die Zähne aufgehellt. Also auch draufbeißen. Genau so, so ist richtig. Jetzt gebe ich Ihnen noch die Brille zum Schutz. Genau. So. Alles okay? Mhm. Super, dann am besten entspannt zurücklehnen. Mhm. Klar. So ist okay? Mhm. So. Jetzt müssen wir eine Viertelstunde warten. Hier einmal in die Becher reinspucken am besten. So, den Rest kann ich... Oh. So, erstmal das. So. Brille kriegen Sie auch gleich wieder, ne? Ja, genau, die Brille können wir abmachen. Puh, also, wie war's? Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Man kommt sich vor wie so ein Boxer, ne? Man hat also so einen Mundschutz im Mund. Und was ich jetzt nicht wusste, muss ich zubeißen oder nicht. Aber ich habe halt mal locker gemacht, mal zugebissen. Ich nehme an, die kommt jetzt gleich mit dem Spiegel und zeigt mir das Ergebnis. Und dann zeige ich euch das natürlich auch. Also geschmeckt hat es minzig, sehr angenehm. Die 15 Minuten gingen auch schnell rum. Ich habe so ein bisschen Pelz ich jetzt auf den Zehen. Jetzt gucken wir das gleich mal an. Wann müsste das gewesen sein? Einmal lächeln. So. Wie sieht's aus? Sieht man wirklich. Sieht man, ja? Ja. Bei welcher Nummer waren wir denn? Keine Ahnung, ja. Also ich weiß, dass wir weit hinten waren, ich weiß aber nicht mehr wo. Ich glaube, wir waren wirklich so... Vier hatten wir, glaube ich, gesagt. Nee, vier, ne? Nee, vier gibt's vier nicht. Hier. Okay, nee, das war's nicht. Nee, es war halt eher weiter hinten. Zurückspulen, einmal anhören. Ja, genau, okay. Ist ja ganz gut. Okay, und jetzt ist es? Einmal lächeln. So, wir sind jetzt
24, 26. Alles klar. So, und ich kann jetzt um die Welt lächeln. Okay.